Ja, meine Damen und Herren, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Bin gerne zu Ihnen gekommen. Ich hohe sehr, dass ich den hohen Erwartungen so in etwa gerecht werden kann, denn treibende Kraft. Ich bin in den letzten Tagen eine ganze Menge unterwegs gewesen, in den letzten Tagen und Wochen, zum Thema nachhaltige Energie, zum Thema Energieeffizienz, Umweltschutz, Klimaziele und natürlich auch moderne und nachhaltige Mobilität. Und ich hoffe sehr, dass Sie am Ende meiner wenigen Worte nicht den Eindruck bekommen, Gottes Willen, der hat sich hier eingeschlichen, er hat uns ja was ganz anderes jetzt erzählt. Und der hat in seinem Mut nachgelassen, zu dem sein Namensvetter Reinhard Müller eben gerade noch aufgerufen hat. Nein, ich habe nicht nachgelassen, aber ich habe eben eine ganze Menge an Eindrücken in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gewonnen. Die nächsten Tage sind auch spannend. Wir fahren wahrscheinlich, wenn Sie sich für das Thema Mobilität interessieren, werden wir uns vielleicht nicht alle am selben Tag, aber doch alle auf der IAA wieder treffen und werden dann eine ganze Menge interessante Themen nochmal vertiefen können. Und damit ich mal so ein bisschen Einblick in Ihre Gemütsverfassung bekomme von Herrn Müller, weiß ich, dass er heute elektromobil hier ist. Darf ich mal fragen, wer ist denn hier heute Morgen elektromobil angereist? Machen wir mal nach oben. Okay, das ist fast repräsentativ und wir haben es hier schon mit einem ambitionierten Publikum zu tun. Und wenn ich sage, dass ich gestern Abend aus meiner Heimatstadt Braunschweig nach Berlin mit dem ICE gefahren bin, dann ist das natürlich im weitesten Sinne auch elektromobil. Aber auf den letzten Metern war es dann eben der herkömmliche Verbrenner, meine Damen und Herren. Ich will die wenigen Worte und Anregungen, wahrscheinlich werden Sie nicht mit allen Dingen, die ich heute jetzt zum Besten gebe, einverstanden sein. Ich will die mal unter drei Überschriften eine Fassung steht, unter Strom ist die groß, und dann will ich mal einen kurzen Blick auf die Einwohner in den Städten nehmen und dann auch mal ein paar allgemeine Gedanken zur Elektromobilität. Stand heute sagen, ich möchte mal einen Blick auf die Unternehmen werfen, die natürlich auch unsere Städte bringen. Und dann will ich nochmal die Städte und ihre Beteiligung, ihre Unternehmen selber in den Blick nehmen und komme dann auch auf das Thema ÖPNV. Meine Damen und Herren, also der Stand der Entwicklung im Bereich der E-Mobilität im Allgemeinen ist wahrscheinlich nicht so ganz dem Erwartungsstand, den man vor 3-4 Jahren hatte, gefolgt. Ich darf noch mal eine weitere Umfrage machen. Hat einer von Ihnen, beispielsweise im Internet bei YouTube, mal einen Zukunftsforscher Lars Thomsen sich angehört, der einen 36-Minuten-Vortrag vor fast genau 2 Jahren gehalten hat? Ich habe eben ein Jahr gehört. Sie haben es gehört. Ich gucke mir den Beitrag auch immer mal wieder gerne an. Ich habe ihn heute Morgen noch mal im Schnelldurchlauf gesehen. Lars Thomsen prognostiziert das Ende des Verbrenners. Ich glaube, nach sechs Jahren seines Vortrages wird es keine Verbrenner mehr geben bei den Kraftfahrzeugen. 2 Jahre sind um. Er hat die Popcorn-Theorie. Er sagt, also Popcorn, in der Elektromobilität funktioniert das so ein bisschen wie beim Popcorn. Ja? Also, man kippt ein bisschen Öl rein, schaltet die Platte an, kippt dann den Maiskörner dazu und guckt sich den Topf an. Und eine ganze Zeit stellt man fest, es passiert gar nichts. Dann korrigiert er sich in seinem Vortrag, sagt, na, man stellt fest, der Topf wird wärmer. Und nach Ewigkeiten macht es dann plopp. Und dann hat er gesagt, es passiert ganz, ganz wenig, also es macht einmal plopp. Und wenn man das ausgesprochen hat, dann ist der Topf schon übergequollen und es ist halt einfach nur am laufenden Meter geploppt. Ein lustiges Bild, schöner Vortrag. Ich hätte Herrn Thomsen gesagt, wenn es allerdings so viel ploppt und der Topf überquält, hilft es nichts, wenn keiner das ganze Popcorn will. Jetzt will ich, wie gesagt, nicht schwarz malen, aber das ist so ein bisschen unsere Situation. Wir haben in Deutschland schon einen Teil des Weges gemacht. 22 Fahrzeuge sind im Moment, glaube ich, von deutschen Herstellern am Markt. Gleichwohl ist der Zuspruch der Einwohnerinnen und Einwohner, also der Bevölkerung, eher verhalten. Das Ziel ist genannt worden, 1 Million Fahrzeuge bis zum Jahr 2020. Am 01.01.2015 hatten wir genau rund 19.000 Fahrzeuge zugelassen. Im Jahr 2015 sind noch etwa 6.500 Neuzulassungen dazugekommen. Wir haben in den letzten wenigen Monaten tatsächlich etwas erstaunlicherweise einen leichten Rückgang der Neuzulassungen. Es gibt Hersteller, die haben Fahrzeuge vom Markt genommen. Ein Fahrzeug, das vom Markt genommen worden ist, haben wir in dem Film gesehen, eigentlich ein recht zeitgemäßes Fahrzeug.
Chevrolet Volt bzw. in Europa als Opel Ampera verkauft. Der Smart wird im Moment nicht elektromobil angeboten. Das ist ehrlich gesagt schade. Wir könnten uns lange darüber streiten, woran das liegt. Politikseitig hat ein bisschen was stattgefunden. Ich sage aber ausdrücklich ein bisschen was stattgefunden. Wir haben ein E-Mobilitätsgesetz geschaffen, haben insbesondere den Kommunen ziemlich freie Hand gegeben, Bevorrechtigungen einzuführen, Parkbevorrechtigungen einzuführen, Fahrbevorrechtigungen einzuführen, Einfahrbevorrechtigungen einzuführen. Wir haben die Steuergesetzgebung entsprechend angepasst. Solche E-Mobile sind steuerfrei. Sie haben, wenn Sie ein E-Mobil als Arbeitgeber Ihren Arbeitnehmern zur Verfügung stellen, können Sie einen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen. Und wir sind jetzt aktuell gerade daran, beispielsweise so ein eher kleines Problem zu lösen, wie zum Beispiel die Frage, wenn Sie auf dem Parkplatz Ihres Arbeitgebers einfach nochmal Strom nachladen, wie wird das eigentlich steuerlich behandelt? Das ist jetzt ehrlich gesagt kein Thema, an dem die Energiewende scheitern darf, aber es ist eben ein Thema, mit dem man es dann vielen Leuten verleiden kann, wenn die dann bei der Abgabe ihrer Steuererklärung mit etwas zeitlichem Nachlauf die Frage von ihrer Finanzverwaltung gestellt bekommen, wie das denn eigentlich mit dem entnommenen Strom handhaben. Und zwar die Unternehmen, die das erfolgsmindernd Geld gemacht haben und diejenigen, die es einfach für Null genommen haben. Also da werden wir nachsteuern, das sind Rahmenbedingungen. Wir diskutieren im Moment auf politischer Ebene andere Dinge. Eine gern gemachte Forderung dieser Tage ist, es müsste Kaufanreize geben. Da gibt es einige Fraktionen im Deutschen Bundestag, die das auch in den letzten Tagen nochmal sehr prominent platziert haben. Ich war etwas überrascht, jetzt merken Sie, es müllert sehr, Sie haben eben einen Müller gehört, Sie müssen mich im Moment ertragen. Und ich habe ehrlich gesagt den Vorstandsvorsitzenden von Porsche vor etwas über einer Woche, genauso wie Sie ertragen müssen, der gefordert hat, liebe Bundesregierung, gebt uns Geld für unsere verkauften Plug-in-Hybrid-Branche. Wir müssen daran Geld verdienen. Ich finde das keine richtig kluge Idee, sage ich ganz freimütig. Mit Kaufanreizen kriegen wir das Thema nicht gelöst. Das ist dummes Geld, das nun unter die Menschen gebracht wird. Und einige Länder, in denen das gemacht worden ist, die haben das dann auch erkennen lassen und haben beispielsweise in Norwegen relativ schnell davon abgestanden. Wir überlegen uns andere Dinge und ich will Ihnen damit nur einen Eindruck geben, dass die Materie durchaus nicht unkompliziert ist. Wir haben uns im Parlamentskreis Elektromobilität lange Zeit für das Thema Sonderabschreibungsmöglichkeiten geltend gemacht. Denn derjenige Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmern ein Fahrzeug zur Verfügung stellt, hat ja trotzdem die Last der im Moment noch signifikant höhere Anschaffungskosten zu tragen, ohne dass er dafür steuerlich incentiviert wird. Er wird eben nicht in dem Maße entlastet, wie wir das bei den Arbeitnehmern hinbekommen haben. Und das war ein Thema, das uns relativ lange bewegt hat und wir waren auf einem ganz guten Weg. Es hat sich jetzt deutlich verkompliziert und ich will freimütig einräumen, Bedenken, die vorgebracht worden sind, sind nicht vollkommen unbegründet. In meiner Heimatstadt Braunschweig sitzt die größte Automobilspezialbank der Welt mit vielen tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und mit denen habe ich mich letztes Mal hier am Montag, also vor drei Tagen, abgestimmt. Die haben gesagt, ja, das ist tatsächlich schwierig mit den Sonderabschreibungen. Denn wir haben einzelne Produkte, die haben einen Anteil im Neuwagengeschäft von fast 80% am Leasing. Also wenn Sie sich anschauen, wer wie heute ein, jetzt mache ich doch mal Schleichwerbung, mein Vorredner ist rhetorisch geschulter und ist drumherum gekommen, aber ich nehme jetzt mal ein Fahrzeug, ein VW Passat Kombi. Wenn wir uns ein VW Passat Kombi angucken, dann stellen wir fest, dass bei diesem konkreten Produkt der Anteil der finanzierten und vor allen Dingen der geleasten Fahrzeuge heute bei rund 80% liegt. Und wenn wir auf das Leasing rekurrieren, dann braucht man nur ein bisschen Anstrengung, kommt auf den Punkt, wie wirkt sich dann eigentlich eine Sonderabschreibungsmöglichkeit aus? Und um ehrlich zu sein, für den Leasingnehmer praktisch gar nicht. Insbesondere in Zeiten dieser niedrigen Zinsen. Wir haben das mal exemplarisch durchgerechnet. Sie bewirken damit eine Ermäßigung
der Leasingrate im günstigsten Fall von 7 Euro pro Monat. Das ist, glaube ich, nicht der Anreiz, elektromobil unterwegs zu sein. Und deswegen brauchen wir weitere kluge Ideen. Und Sie haben mich angekündigt, dass ich die Lösung habe. Ich muss Sie jetzt schon enttäuschen. Ich habe diese Lösung noch nicht und deswegen bin ich gerne hierher gekommen, um mich mit Ihnen darüber zu unterhalten. Also ich will mal sagen, das ist wirklich ein kompliziertes Thema. Und das will ich durchaus auch anräumen, es ist offensichtlich der Industrie und der Politik und der Gesellschaft und den Unternehmen und sonstigen Akteuren im Moment noch nicht gelungen, Elektromobilität im Kraftfahrzeugsektor wirklich interessant zu machen. Das müssen wir haben. Das ist noch nicht gelungen. Und ich mache da keine Schuldzuweisung, aber ich bin eher der Auffassung, dass das eben auch ein Thema der Industrie ist. Sie hatten einen Hersteller, ein Produkt erwähnt, der von Ihnen zitierte Elon Musk ist auch in wenigen Tagen hier in Berlin. Wir werden uns mit ihm lange darüber unterhalten. Er hat es geschafft, diesem Produkt Tesla, das man so oder auch anders bewerten kann, jedenfalls einen Nimbus zu verleihen und einen gewissen Hype auszulösen. Ich glaube, insgesamt brauchen wir so etwas. Ich will allerdings auch sagen, dass aus meiner Sicht, insbesondere im Bereich der individuellen E-Mobilität, die E-Mobilität nach meinem Dafürhalten zwar ein Schlüssel zu einer Tür ist, aber nicht der Schlüssel, der zu allen Türen passt. Ich will sagen, E-Mobilität ist nicht, aus meiner Sicht, die passende Antwort, die auf alle Fragen richtig passt, sondern es ist eben nur ein Segment. Und wir sollten andere Dinge durchaus im Auge behalten. Wir müssen uns auch erinnern, warum wir dieses Thema nach vorne treiben. Wir haben die Energiewende, Thema, das mit Anbaufunktionen intensiv beschäftigt und interessiert. Wir haben den Wunsch, gesünder zu leben. Wir wollen uns von Emissionen, von lokalen, aber auch insgesamt von Emissionen befreien. Das Thema Lärm spielt eine immer wichtigere Rolle, aus meiner Sicht angemessenerweise. Und deswegen wollen wir uns über neue Formen der Mobilität Gedanken machen. Ich glaube allerdings auch nicht ohne weiteres, dass, haben wir so eine relativ einfache Behauptung, der moderne Mensch, der junge Mensch, interessiert sich nicht mehr für Kraftfahrzeuge. Das geht alles zurück und wir werden da vollkommen eine Umwälzung erleben. Ich glaube nicht, dass das vollständig richtig ist. Wir haben an keinem Tag in Deutschland bisher so viele Fahrerlaubnisse an Bürgerinnen und Bürger ausgeteilt wie heute. Und gestern war das richtig, da gab es nur einen Tag, der das gestern übertrumpft, nämlich das heute. Ich will damit sagen, die Anzahl der ausgestellten Fahrerlaubnisse wächst immer noch. Und es ist sicherlich richtig, dass in einigen Bereichen das Automobil diese Stellung als sozusagen das ultimative Statussymbol eingebüßt hat oder es sich mit anderen Gütern teilt. Aber, das habe ich vorhin gesagt, der eine oder andere von Ihnen fährt sicherlich zur IAA und da werden wir uns anschauen können, dass das nicht für alle Fahrzeuge und nicht für alle Menschen gilt. Es ist anders kaum zu erklären, dass die Motorleistung seit Jahren stark ansteigt, ist, dass wir uns über Fahrzeuge unterhalten, was kostet denn heute ein Durchschnittsfahrzeug? Kostet das 30.000, 32.000 Euro? Wenn Sie sich einen VW Golf, einen Honda Civic, wie auch immer kaufen, kostet es auch nur 27. Das sind in alte Währung umgerechnet deutlich über 50.000 Mark. Ein irrsinniger Beitrag, wenn Sie sich überlegen, wie lange dafür der Durchschnittsarbeitnehmer arbeiten muss, um netto das zu haben, sich so ein Durchschnittsfahrzeug zu kaufen. Also, das Automobil hat immer noch eine ziemlich zentrale Bedeutung und das zeigt auch, dass das Thema emotional ist, dass wir mehr Emotionalität auch in das Thema Elektromobilität hineinnehmen müssen. Jetzt sind Sie vielleicht auf dem Stand Menschenskinder, der backt hier aber ganz kleine Brötchen und versucht sich so ein bisschen vom 1-Millionen-Ziel zu verabschieden. Am Ende des Tages, meine Damen und Herren, war das nur eine relativ griffige Größenordnung. Mit 1 Million E-Mobil angetriebenen Fahrzeugen retten wir diese Welt noch nicht. Aber nachdem ich jetzt so viel Pessimismus verbreitet habe, oder vielleicht zu viel Pessimismus verbreitet habe, können wir ja die frohe Kunde hier regierungsamtlich mitteilen. Wir haben das Ziel schon lange erreicht. So wie Sie, verehrter Herr Müller, mitgeteilt haben, dass wir
jedenfalls hier auf dem ORF Campus, die Klimaziele der Bundesregierung 2050 schon erreicht haben, können wir uns auch entspannt zurücklehnen und sagen, wir haben das 1-Million-Ziel schon lange überführt. Weil wir einfach nur einen kleinen Griff machen müssen und wir müssen von den 4-rädrigen Fahrzeugen umschalten auf die 2-rädrigen. Und da sehen wir, dass es funktioniert. Also das Thema E-Bikes und Pedelecs ist bei Ihnen kurz angesprochen worden. Ich habe mir auch da, weil ich mir die wenigen Gedanken heute nur ganz kurz skizziert habe, nochmal ganz aktuell die Zahlen ausgenommen. Wir haben im Jahr 2013 410.000 Pedelecs und E-Bikes in Deutschland verkauft. Im Jahr 2014, enorme Steigerung, waren es schon 480.000 E-Bikes. Wir hatten Stand 01.01.2015 2,1 Millionen E-Bikes. Der Markt ist stark wachsend. Wir liegen heute bei über 2,4 Millionen Pedelecs und E-Bikes. Also sind mehr als doppelt so gut. Das ist ohnehin mein Eindruck bei der Bundesregierung. Aber Spaß beiseite. In dem Bereich klappt es eben. Und aus meiner Sicht klappt es in dem Bereich, weil wir den Nutzerinnen und Nutzern bei so einem E-Bike einen tatsächlich griffigen Mehrwert anbieten können. Wir sitzen in dem vorhin angesprochenen Paradieskreis Elektromobilität nicht selten zusammen, diskutieren spannende Themen, machen uns Gedanken, wie wir Probleme lösen können. Ich habe nach einer etwas länger dauernden Sitzung, die mich etwas, ich will nicht sagen gelangweilt, aber die mir ein bisschen die Augen geöffnet hat, habe ich das mal in unserem Teilnehmerkreis von Abgeordneten aus allen Fraktionen auf die Form gemacht, Leute, so kommen wir nicht weiter. Wir versuchen hier etwas zu verkaufen, Stand vor 2-3 Monaten, bei dem wir sagen, liebe Leute in Deutschland, wir bieten euch etwas an, das bietet 85% der Leistungsfähigkeit dessen, was ihr bisher seit rund 100 Jahren gewohnt seid und kennt, und das Ganze zum dreifachen Preis. Macht das bitte mal. Dann würden wir die Antwort, die Frage kriegen, warum sollen wir das machen? 85% Leistung für einen dreifachen Preis ist wenig attraktiv, und dann wäre unsere Gegenantwort, macht das mal, weil es neu ist. Dann sagen sie sich, ja, neu alleine reicht nicht aus. Also, wir sagen, auch da müssen wir deutlich nachführen, und da wünsche ich mir, dass wir uns gemeinsam mehr Gedanken über Mehrwerte machen, denn dieses eben zitierte Beispiel der Pedelecs und der E-Bikes zeigt für mich, das kann klappen. Das kann klappen. Wir haben es bei den E-Bikes und bei den Pedelecs nicht mit dem Billigheim zu tun. Ein durchschnittliches Fahrrad kostet heute knappe 550 Euro in der Anschaffung. Das durchschnittliche E-Bike kostet 1800 Euro. Also fast das Dreifache. Eingangsschwelle bei ernstzunehmenden Angeboten etwa 1500 Euro. Also immer noch signifikant teurer, aber ich habe so ein Ding das erste Mal vor knapp 3 Jahren gefahren und war tatsächlich begeistert. Das E-Bike kann man ja auch anders beschreiben. Also es ist eine Erfindung, die hat Gegenwind und Berge abgeschafft. Das ist ein Hammer. Und wenn man Gegenwind und Berge abschafft beim Fahrradfahren, dann wird das Fahrrad auf einmal noch viel interessanter. Und da haben wir in Deutschland noch sehr dran zu arbeiten. Es wird interessanterweise ganz andere Reichweiten erzielen und es wird interessanter auch für diejenigen, die, weil wir Gott sei Dank in der Regel alle älter werden als unsere Großeltern, die eben nicht mehr die Kraft in den Beinen und in den Knien haben und trotzdem Spaß am Radfahren haben. Und das, finde ich, ist insgesamt ein weiter Wurf, und wir kriegen den Aktionsradius-Erweiterung. Und Sie hatten, glaube ich, in der Moderation gesagt, man kann sich auch mal im Anzug aufs Fahrrad setzen und kommt nicht durchgeschwitzt an. Also ich finde, das ist eine gute Idee, und auf so eine Idee analog müssen wir eben beim E-Mobil getriebenen Kraftfahrzeug auch kommen. Jetzt gucke ich so ein bisschen auf die Uhr und muss etwas Gas geben, das gelingt mir aber auch. Ich wollte auf die Unternehmen kurz mitnehmen. Auch da haben wir Herausforderungen. Ich glaube, es durchaus gelingen, das E-Mobil angetriebene Fahrzeug noch stärker zu promoten. Ich denke an die kommunalen Fuhrparks. Und die werden dann relevant, beispielsweise schließlich auch für den Privaterwerb in der Zweitverwertung. Da müssen, und das ist unser Wunsch, und dafür werden wir Maßnahmen im Bundestag andenken. Wir wollen das stärker anreizen, damit insbesondere die Kommunen vor Ort stärker Fuhrparks E-Mobil ausstellen. Das dürfte klappen, weil der Aktionsradius und die Einsatzzeiten und die Art und Weise des Gebrauchs in kommunalen Pools durchaus mit E-Mobilen gut abzubilden ist. Und es gibt andere Unternehmen, die unsere Städte
zunehmend prägen und beeinträchtigen, insbesondere in den Innenstädten, das sind diese Verteilerverkehre, also Post- und sonstige Zustellungsunternehmen. Und nicht selten, ich bin auch noch kommunalpolitisch in meiner Heimatstadt tätig, nicht selten ist es ja so, dass Klage geführt wird über den Lärm von Verbrennern, die in die Fußgängerzone hineingefahren werden. Da können wir mit E-Mobilen was tun. Und es wird uns wahrscheinlich alle im nächsten Jahr etwas überraschen, wenn der absatzerfolgreichste Unternehmen im Bereich der Neuzulassungen bei den E-Mobilen die Deutsche Post wird. Weil die im nächsten Jahr einen E-Scooter auf den Markt bringen werden, den sie selber einsetzen werden, um effizienter, kostengünstiger und umweltschonender beliefern zu können. Also, das ist mein Blick auf die Unternehmen. Jetzt will ich allerdings abschließen. Es gibt hier schon das gelbe, allerdings offensichtlich noch nicht mit einer LED-Technik hinterlegte Licht, das mir zeigt, ich habe nur noch ein bisschen Zeit. Ich will noch einen Blick auf die Städte und auf die Kommunen, auf die kommunalen Unternehmen. Ich bin selber in meiner Heimatstadt seit vielen Jahren Vorsitzender der kommunalen Verkehrsbetriebe. Und ich glaube, im ÖPNV haben wir große Chancen für Elektromobilität. Ich bin übrigens auch in dieser Eigenschaft Aufsichtsratsvorsitzender des Elektromobilitätsmarktführers in meiner Stadt und der ist das seit über 110 Jahren. Weil Elektromobilität eben so ganz neu auch nicht ist. Wir wollen sie jetzt nur auf Gummireifen setzen und wir hatten sie bisher auf der Schiene und wir haben in Braunschweig seit rund 110 Jahren die elektrische Straßenbahn und ich sehe allerdings große Chancen für die Elektromobilität im Bereich des ÖPNV. Gibt es eine ganze Reihe von Modellen. Also ich will jetzt nicht abheben auf sozusagen nordkoreanischen Entwicklungsstand, Oberleitungsbusse. Die kombinieren aus meiner Sicht die Nachteile eines schienengebundenen Verkehrsmittels mit den Nachteilen des Busses, der sich durch den normalen Verkehr nicht bevorrechtigt arbeiten muss und der auch die Strecken nicht schnell wechseln kann. Aber ich finde es sehr interessant und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für Kommunen, sich Gedanken zu machen, wie man E-Mobilität in die Busflotte hineinbringt. Da gibt es ganz interessante Lösungen. Es gibt wenige interessante. Das sind aus meiner Sicht Modelle, bei denen man Batteriepacks vorhält. Und wir alle wissen, dass bei einem Elektromobil die Wertschöpfung im Gegensatz zum konventionellen Fahrzeug nicht mehr im Motor und Getriebe steckt, sondern die Wertschöpfung steckt im Kraftstoffsystem. Das macht beim herkömmlichen Fahrzeug vielleicht einen Wertschöpfungsanteil von 0,6-0,8% aus. Tank, Einspritzsystem, das kostet alles nicht viel Geld, da steckt die Wertschöpfung im Motor. So ein Motor kann verdammt teuer sein. Er steckt beim Elektromobil im Batteriepack, also im Kraftstoffsystem. Und wenn man sich dann solche Wechselpakete vorhält und die durchwechselt, dann brauchen Sie pro einen Bus in der Regel drei Batteriepacks, die Sie wechseln müssen. Wenn das ausgerechnet das teuerste Teil ist, dann verdreifachen Sie sozusagen oder verdoppeln Sie auf einmal die Kosten des Gefäßes. Und das ist schwierig. Also Gefäß meine ich damit den Bus. Es gibt kluge Lösungen, die auch nicht ganz neu sind. Pantographenlösungen. Sie fahren mal, viele Städte haben Stadtbahnen oder Sie können das errichten. Sie fahren unter einen Stromgeber, fahren ihren Stromabnehmer hoch, laden kurzfristig nach und fahren dann Teil der Route. Nicht uninteressant. Das Problem dabei ist, es kommt tatsächlich dann auch nur noch für Busse und für den ÖPNV in Betracht. Und deswegen, und Sie hatten eben, Herr Müller, einen Werbeblock, gestatten Sie mir auch einen Werbeblock für meine Heimatstadt, haben wir uns im Rahmen eines Schaufensters Elektromobilität dafür entschieden, und ich habe gehört, Sie machen das jetzt hier auch, Busse induktiv zu laden. Ich lasse mal den Bereich Brennstoffzelle außen vor, auch das finden wir ja ganz in der Nähe, haben hier Luftlinie 300 Meter entfernt, eine hochmoderne, fast führungsfrei arbeitende Wasserstofftankstelle, die ich mal mit dem Brennstoffzellenfahrzeug vor 2,5 Wochen ausprobiert habe, hat alles gut geklappt, auch nicht uninteressant, aber ich finde diese induktive Ladung insgesamt sehr gut, weil wir damit Nutzlasten erhöhen, Fahrzeuggewichte reduzieren, Umlaufe flexibel halten, Bus können Sie schnell umsetzen und Sie können auf der Strecke einmal nachladen. Und zwar mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 200 Kilowatt pro Stunde. Und wenn Sie das in einen Pkw reindampfen, dann kriegen Sie einen handelsüblichen Pkw mit 20 Kilowattstunden Batteriekapazität in ganz wenigen Minuten von ganz leer auf ganz voll geladen. Das ist meines Erachtens die Zukunft. Und jetzt schließlich, weil das Licht auch rot wird, auch das hat noch Optimierungspotenzial, auch keine LED.
Und das ist meines Erachtens neben der Frage Elektromobilität die Kernherausforderung für uns in den Kommunen, nämlich Intermodalität zu ermöglichen. Also das Wechseln vom ÖPNV auf ein Kraftfahrzeug, auf ein Fahrrad und das bequem zu vernetzen, in Echtzeit abbildbar zu machen, ich glaube, das ist der große Schlüssel. Und wenn wir diesen großen Schlüssel drehen, an demselben Schlüsselbund hängt dann auch der Schlüssel E-Mobilität, dann kriegen wir da eine gute Lösungsalternative zusammengebaut. Ich glaube, um dieses Thema Intermodalität, bequemer Wechsel, sollten wir uns dringend kümmern. Das wird ein Trend sein, auch mit der immer stärker werdenden Vernetzung in unseren Fahrzeugen. Wenn wir als Kommunen, vielleicht unterstützt durch Ihre Stiftung, daran arbeiten, glaube ich, bewältigen wir die Anforderungen Mobilität der Zukunft. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.